Hier ist YouTube mit den Computer Gaming News. Heute im Studio Ozok OD. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozok OD zum neuen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich zu den Computer Gaming News im März jetzt 2021. Im Februar dachte ich mir, da hat es nicht so viel gebracht, irgendwas groß zu erzählen oder dort auch News zu bringen, denn die ganzen Benchmark-Tests für die neuen Grafikkarten waren ja noch nicht draußen. Das hat sich jetzt in der letzten Woche geändert, deswegen gibt es heute die Computer Gaming News und ich hoffe, ihr habt auch an diesen wieder sehr viel Spaß. Das erste Thema, was ich mit euch besprechen möchte, sind die neuen AMD Ryzen CPUs. Also was heißt neuen? Im Grunde genommen ist es der Ausblick auf das kommende Jahr oder auf das restliche Jahr 2021. Denn im Dezember bzw. ja im Oktober schon sind ja die AMD Ryzen 5000er rausgekommen und auf den Markt gebracht worden. AMD hat jetzt eine Prognose rausgebracht, bei dem ja festgestellt wird, was ungefähr uns dieses Jahr noch zu erwarten hat und wie viel Leistungssprünge wir noch von der kommenden Generation von AMD Ryzen zu erwarten haben. Im Grunde genommen ist es auch das, was auch schon ja groß bekannt gewesen ist oder was auch längstlich bekannt gewesen ist, denn AMD wird damit das Kapitel des AM4-Sockels komplett abschließen und dieser wird dann wahrscheinlich auch Geschichte sein. Die neue CPU-Generation des AMD Ryzen 6000er oder wie diese Nachfolgegeneration auch heißen mag, wird dann schon auf dem AM5-Sockel stattfinden. Hier wird das Ganze schon als Zen 3 Plus Fertigung spezialisiert bzw. als Gerüchteküche verbreitet. Da bin ich sehr gespannt. Im Großen und Ganzen lohnt es sich aber für alle Leute, die jetzt dieses Jahr, also bzw. jetzt im Dezember oder letztes Jahr schon im Frühjahr sich eine neue CPU gekauft haben, nicht diese nochmal zu erweitern, denn man geht von einer Leistungssteigerung von ca. 7-9% im IPC aus. Das Ganze ändert sich dann natürlich auch wieder, wenn AMD die Ryzen 7000er Serie rausbringt. Auch da gibt es schon Ausblicke ins Jahr 2022. Also heißt was nächstes Jahr ungefähr, entweder im April, März oder dann doch zum Sommergeschäft im Juni, Juli rauskommen wird. Da AM5 ja ein neuer Sockel ist und auch dieser mit DDR-Speicher 5 dann auch verwendet wird, geht man davon aus, dass die neuen AMD Ryzen 7000er Prozessoren bis zu 29% mehr Leistung im Vergleich zur aktuellen 5000er bzw. 3000er Serie haben wird. Ob das dann am Ende so ist, das werden wir natürlich erst dann erfahren, wenn es Release-Candidates gibt und natürlich auch entsprechende Benchmarks vorliegen. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr ein AMD-System habt, also eine CPU von AMD in eurem Computer schlummert oder ihr doch noch ein alter Intel-Verfechter seid. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und wir gehen zum nächsten Thema. Ja, bleiben wir gleich mal beim Thema AMD und gehen zum Thema Grafikkarten. Ich hatte euch ja im Mitte Januar berichtet, dass man ungefähr noch 4, 5, 6 Wochen warten müsste, dass sich dann der Markt stabilisiert und man endlich auch an verfügbare Grafikkartenmodelle rankommt zu einem, ich sag jetzt mal, adäquaten Preis, den man auch bezahlen möchte. Ja, da habe ich mich leider geirrt und wie ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt habt, hat sich die Marktsituation hier nicht verbessert, sondern sogar noch verschlechtert. Dazu ist natürlich auch der Release der AMD RX 6700 XT Grafikkarte als Release für jetzt Anfang März eigentlich nur wieder eine Luftblase. Man geht von einem Paper Launch aus, das heißt Produkte, die jetzt in dem unteren Preissegment um die $300 gelistet werden sollten, sind natürlich nicht am Markt verfügbar oder man geht davon aus, dass diese, wenn sie auf den gängigen Verkaufsplattformen erscheinen, binnen von weniger Sekunden oder Minuten ausverkauft werden sein. Deshalb gilt es auch hier wieder ganz klar zu sagen, dass sich dieser Lunchtermin, der jetzt für Mitte März oder Anfang März angekündigt ist, wahrscheinlich wieder in Wohlgefallen auflöst. Gängige Boardpartner wurden bereits dazu schon geleakt, das heißt also auch MSI hat bestimmte Grafikkarten vorgestellt, über Videocards wurden bestimmte Asus-Modelle vorgestellt und man muss natürlich jetzt halt überlegen, okay, wird der Markt jetzt mit günstigeren Mainstream-Grafikkarten endlich, aufgeweicht, so dass die Preise auch von den High-End-Modellen sinken oder bleibt der gesamte Markt so bestehen, wie wir ihn jetzt haben? Das ist sehr, sehr schwierig und ich gehe davon erstmal nicht aus, dass es sich in den nächsten 3 Wochen verbessert. Vielleicht hattet ihr ja die CGN im Januar gesehen, da hatten wir ja das Interview mit dem Sapphire PR-Manager drin gehabt, der ja auch schon gesagt hat, es sieht danach aus, dass es nicht besser wird und dementsprechend kann ich auch da nur euch sagen, wartet ab, kauft auf jeden Fall jetzt gerade keine Grafikkarte. Es ist einfach alles zu teuer.
wir bleiben beim Thema Grafikkarten, springen mal kurz zu Nvidia rüber, denn auch die Nvidia RTX 3600, welche jetzt angekündigt wurde neben der 6000 Ti, welche ja bereits schon auf dem Markt vorhanden ist, soll sozusagen das Preissegment der Grafikkarten nach unten nochmal öffnen. Mit ja knappen 299 US-Dollar UVP soll diese Grafikkarte verkauft werden, und auch hier ist Nvidia ist nicht gelungen, einen ja sinnvollen Marktstart zu publizieren. Die Grafikkarte ist jetzt seit dem 25. Februar markttechnisch verfügbar und sollte halt auf gängigen Preisportalen und auch Online-Händlern erwerbbar sein. Aber auch hier ist es mittlerweile so, dass die Grafikkarten zu horrenden Ebay-Preisen von über 1000 Dollar weiterverkauft werden. Es gibt Leute, die sich 5, 6 Grafikkarten irgendwie ergeiert haben und diese dann jetzt über Ebay teuer weiterverkaufen. Eine lächerliche Farce und auch hier wieder ein Paper-Lunch, den man halt, ja, sage ich mal ganz klar, Nvidia in die Schuhe schieben kann. Man kann nicht Produkte ankündigen und dann keine auf dem Markt verfügbar ja ausliefern. Das ist halt ein Witz. Und da muss ich natürlich auch hier wieder sagen, wir können dort eigentlich keine Besserung erwarten, weder auf der roten noch auf der grünen Seite der Grafikkartenhersteller. Da ist es einfach momentan komplett verkackt. Was ich euch aber dazu noch liefern kann, sind natürlich die gängigen Benchmarks und natürlich auch die Testberichte dazu. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich die ausführlichen Berichte, dementsprechend von Computerbase und WinFuture. Quellen sind natürlich wie immer verlinkt. Aber ich blende euch das vielleicht jetzt schon im Hintergrund ein. Die Grafikkarten an sich, die jetzt performen sollen im unteren Preissegment, wurden natürlich auch getestet. Und dazu habe ich mir natürlich explizit wichtige Titel angeguckt, nämlich Ego-Shooter. Ego-Shooter im Multiplayer-Bereich und natürlich in Full HD, das was der gängige ja, Gamer oder Zocker halt momentan auf seinem Monitor halt umzusetzen hat. Nicht jeder Spieler hat aktuell einen 4K oder 2K Monitor, sondern die meisten Leute haben halt einfach nur einen Full HD Monitor mit einer hohen Herzzahl und entsprechender hohen Bildwiederholfrequenz. Dazu kommt es natürlich dann halt auch, dass man sagt, okay, man möchte diese Bildwiederholfrequenz auch in den FPS-Zahlen der jeweiligen Spieler erreichen. Bei Call of Duty Black Ops, wie ihr es vielleicht schon im Hintergrund seht, kann eigentlich keiner der Midstream-Grafikkarten oder Mittelmarkt-Segment-Grafikkarten mithalten, weil man nicht mal auf die 100 FPS bei Full HD und voller Grafik kommt. Denn auch für richtige Gamer so wie mich, die natürlich das Spiel in möglichst höherer grafischer Auflösung und natürlich dann halt in möglichst höchster FPS zerspielen wollen, sind diese Grafikkarten an sich natürlich keine Alternative. Hier muss man natürlich sagen, in den Benchmark-Werten werden keine 144 FPS dauerhaft erreicht bei voller Grafik, und das ist natürlich dann sehr, sehr, sehr schwierig, diese als performante Gaming-Grafikkarten, sage ich jetzt mal, zu publishen und halt auch auf den Markt zu bringen, wenn man halt in wichtigen Spielen, sei es halt Ego-Shootern, keine flüssigen Bildwiederholraten hat. Natürlich gibt es dann da auch wieder die Leute, die sagen, ja, mehr als 60 FPS braucht man nicht, aber da kann ich ganz knallhart sagen, jeder, der jahrelang oder auch sehr, sehr viel Counter-Strike, Valorant oder auch Call of Duty gespielt hat, der weiß, 144 FPS ist hier die maximale ja, Zahl, die man benötigt, und das dauerhaft, das heißt im 1%-Bereich. Keine Aussetzer, keine Lags, keine Mikroruckler, das ist wichtig, und nur dann kann man ordentlich zocken und hat auch einen, ja, ich sag jetzt mal, annehmbaren Vorteil oder halt ist gleichwertig mit seinen Gegnern, wenn die die gleiche Hardware haben. Ansonsten bleibt natürlich zu erwarten, wie sich das Ganze mit den aktuellen Grafikkarten, die ja schon jetzt seit Oktober letzten Jahres draußen sind, verhält. Ob das jetzt eine RX 6800 ist, eine 6800 XT oder eine 6900 XT oder wie gesagt die ganz normalen Nvidia RTX 3080 oder 3090. Man muss schauen, wie sich das Ganze in den nächsten 3-4 Wochen verhält und wie dort die Preise sich anpassen. Ich habe euch dazu auch nochmal, vielleicht seht ihr es jetzt gerade im Hintergrund, eine Beispielrechnung eingefügt. Denn die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers habe ich euch natürlich jetzt auch nochmal eingeblendet. Und dazu natürlich auch nochmal den Umrechnungskurs Dollar zu Euro. Der Dollar ist aktuell sehr, sehr viel stärker als der Euro. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wenn ich weniger Dollar bekomme für einen Euro, muss ich natürlich auch weniger Euro bezahlen für die UVP. Das ist natürlich jetzt wieder in diesem Umkehrschluss sehr, 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 sehr schwierig dann zu argumentieren. Wenn eine Grafikkarte, die für eine unverbindliche Preisempfehlung von 999 Dollar auf den Markt geworfen werden soll, laut Hersteller, plötzlich 1429 Euro kostet. Absolut lächerlich, und diese Mondpreise, kann ich euch wirklich nur sagen, sollte niemand von euch bezahlen, und seid da auf der Hut. Wir bleiben beim Thema Kryptomining, und dazu hat jetzt Statista
eine ja, sehr beeindruckende Statistik rausgehauen. Und zwar verbraucht das weltweite ja, Minen für Bitcoin beispielsweise die gleichen Strom- und Kilowattstunden wie die gesamte Niederlande. Die Niederlande verbraucht in einem Jahr ca. 119 Terawattstunden an Strom, um sozusagen das gesamte Land zu befeuern, zu elektrisieren, mit Wärme zu versorgen etc. Das alles verbrauchen weltweit alle ja, gängigen Mining-Performance-PCs von Crypto-Mining und zwar von Bitcoin. Man rechnet das Ganze immer in kleineren Schritten hoch. Wenn ihr wisst, ja, eine Kilowattstunde kostet so und so viel Cent, sind 1000 Kilowattstunden eine Megawattstunde. 1000 Megawattstunden entsprechen nun wieder einer Gigawattstunde und 1000 Gigawattstunden entsprechen einer Terawattstunde. Der Umrechnungsfaktor ist natürlich jetzt so enorm, dass man das gar nicht in Zahlen fassen könnte, aber umgerechnet entsprechen ca. eine Terawattstunde einer Milliarde Kilowattstunden. Das heißt, diese 119 Terawattstunden, die da verbraucht werden fürs Kryptomining, sind ganz schön viel Strom und verbraucht natürlich entsprechend ganz schön viel Energie und natürlich sind entsprechend teuer. Dementsprechend lohnt sich auch das Kryptominen aktuell nicht in europäischen Ländern. Es gibt mittlerweile große Mining-Farmen, die von China in die Arabischen Emirate und auch nach in den Tschad übergezogen sind, um dort Rechenzentren aufzubauen, um dort Kryptomining zu betreiben, weil dort eine Kilowattstunde im Durchschnitt nur 2, 3, 4 oder 10 Cent kostet. Vergleichsweise der Preis in Deutschland jetzt bei knappen 36 Cent pro Kilowattstunde, das ist dann schon nicht nur die Hälfte oder ein Drittel, sondern vielleicht nur ein Sechzehntel von dem, was man an Strom bezahlen muss. Und dann lohnt sich das Ganze. Für den deutschen Markt oder generell im deutschsprachigen und europäischen Raum Kryptomining zu betreiben, ist sehr, sehr ineffizient, weil die Strompreise einfach so enorm groß sind, dass man einfach sagen kann, okay, der Gewinnfaktor durch das Kryptomining ist so minimal, dass man es sich eigentlich gar nicht anleiern sollte. So, dann möchte ich euch nochmal was zum Thema ja, Office-Software berichten, denn LibreOffice hat eine neue Version rausgebracht. Für die Leute, die es nicht kennen, LibreOffice ist die Nachfolgung des guten alten OpenOffice und die kostenlose Alternative zum Microsoft Office-Paket. Das beinhaltet sozusagen alles, was ihr für den gängigen Schriftverkehr am PC benötigt, ein Schreibprogramm ähnlich wie Word, eine Tabellenkalkulation, ein PowerPoint-Devirat, also sozusagen, dass ihr Animationen und natürlich auch Präsentationen durchführen könnt. Und dazu gab es nun ein sehr großes Update, welches halt auch physikbasierte Animationen innerhalb der jeweiligen Textdokumente und Präsentationen über LibreOffice möglich macht. Das Update ist sehr umfangreich und das Schönste daran ist, es ist kostenfrei, ihr könnt euch es gratis runterladen. Deswegen, falls ihr noch kein Schreibprogramm auf eurem Rechner habt und ihr wollt das Ganze mal ausprobieren, Link auch dazu ist in der Videobeschreibung. Dann gehen wir nochmal in den Bereich Speichermedien und zwar zum Thema Festplatten, denn Samsung hat die neue Samsung Evo 870 rausgebracht, die schnellste SATA SSD, die es jetzt zurzeit am Markt gibt, in der 2TB Variante. Computerbase hat auch dazu einen Performance-Test hochgeladen, den ihr ebenfalls in der Videobeschreibung findet und ich muss natürlich sagen, für die Leute, die sagen, ich brauche sparsam schnellen Speicher, mit dem ich viele Daten auf meinen PC bekomme und es muss jetzt halt keine M2 SSD sein, also so eine kleine Stabfestplatte, dann holt man sich am besten einfach so eine Samsung-Festplatte mit dem SATA 2 Anschluss, denn diese sind momentan wirklich sehr günstig. Man bezahlt im Durchschnitt ja für 1 GB Arbeitsspeicher unter 40 Cent und das ist wirklich sehr gut. Die 2TB Variante von dieser Festplatte ist momentan auf gängigen Preisportalen so um die 250 Euro zu haben, plus minus ja, 10, 20 Euro. Müsstet ihr mal gucken, wie sich da der Preis verhält und dann den günstigsten Anbieter raussuchen. Aber wenn ihr aktuell Speicherplatz benötigt und ihr damit überlegt, euch eine neue Festplatte zu holen, wäre diese auf jeden Fall die richtige Festplatte für den sparsamen User unter uns und natürlich möchten wir auch alle immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ja, und zu guter Letzt springen wir noch mal wieder zum Thema Prozessoren zurück und zwar zu Intel gibt es den PR SuperGAU. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Intel hat ja groß rausposaunt, dass sie ja wieder ihre 14 Nanometer Technologie verbessert haben und die nächste Prozessorgeneration vor dem Release steht. Ja, was soll man sagen? Denn es ist auch wirklich so, dass Intel die neuen Rocket Lake S-Prozessoren auf den Markt bringen möchte. Und zwar zum Ende März. Doch jetzt ist das passiert, was keinem Hersteller passieren sollte. Einige Samples sind bereits bei verschiedenen Händlern gelandet und einige wurden davon auch schon bis zum Mitte Februar verkauft. Wie Mindfactory bestätigt, gab es eine ja, verkaufsoffene Information, dass diese auch ausge
ausgesendet werden und verkauft werden durften, obwohl der offizielle Release-Termin zum 30. März erst publiziert wurde. Und dementsprechend gibt es auch schon einige Leaks zu den neuen Intel-Prozessoren im Internet. Es sind schon einige CPU-Z-Auskopplungen und Details zu den jeweiligen CPUs im Netz gelandet. Dazu vielleicht seht ihr auch hier schon im Hintergrund die Einblendung. Denn es ist natürlich so, es bleibt das 14-Nanometer-Verfahren, es bleiben die 125 Watt, die diese CPU verbraucht. Das Ganze wird aber diesmal mit einer sehr, sehr niedrigeren Spannung ausgestattet, heißt mit 0,6 Volt Grundspannung in der CPU, was natürlich dann die Wärmeentwicklung deutlich reduziert, was natürlich auch gut ist. Aber ob dann die Performance am Ende erreicht wird, das weiß man natürlich auch jetzt noch nicht, da noch keine offiziellen Tests vorliegen und auch keine Tests gemacht werden dürfen. Das heißt natürlich, man muss jetzt das Ganze mit Samthandschuhen anfassen und darf natürlich noch nicht aufs Ganze schließen, sollte der Mikrocode noch gar nicht in diesen Samples eingespielt sein, kann es natürlich sein, dass die neue CPU deutlich schlechter läuft als eine neue CPU, die dann zum Release-Date kommt. Deshalb ist hier klar zu sagen, dass Intel vielleicht auch hier den PR-Super-GAU ja vielleicht noch verhindert hat, aber Samples sind draußen, wir wissen, was uns erwartet, es ist nichts Neues, denn es ist das Alte vom Alten im neuen Gewand. Im Grunde genommen kann man damit wieder ganz klar sagen, Leute, wenn ihr euch einen neuen PC bauen wollt, verzichtet ruhig auf Intel. Da gibt es keinen Mehrwert, den ihr erschwinglich bekommen könnt. Sollte jetzt nicht die Preisspanne der kommenden CPUs von Intel in jedem Fall, in jeder, Prozessorsparte, sei es im 4-Kerner, im 6-Kerner, im 8-Kerner, deutliche 100 Euro billiger sein als AMD, dann macht es keinen Sinn, den Intel CPU zu kaufen, denn da habt ihr einfach keinen Qualitätsgewinn. Das Ganze wird natürlich auf dem neuen LGA 1200er Sockel von Intel aufgebaut. Das heißt, falls ihr euch doch entscheiden solltet, eine Intel CPU zu holen, achtet darauf, dass ihr euch auch ein entsprechendes LGA 1200er Sockel Mainboard kauft, denn mit den alten Mainboards sind natürlich diese CPUs nicht mehr kompatibel und auch entsprechende BIOS Updates bringen dort nichts. Ja Leute, ansonsten war es das dann soweit mit den Computer Gaming News für den Februar bzw. März diesen Jahres. Ich gucke, dass ich euch wieder auf dem Laufenden halte und natürlich auch den Markt beobachte, wie sich das Ganze bei den Grafikkarten verhält. Ich hoffe natürlich, genauso wie ihr, dass wir vielleicht Mitte März oder doch Ende März dann endlich in den Genuss kommen, die UVP bezahlen zu können und nicht weiter abgezockt werden. Das Ganze steht natürlich noch in den Sternen und ich bin ja auch kein Hellseher, deswegen warten wir das Ganze einfach ab. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr es informativ fandet. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert ruhig den Kanal, dann verpasst ihr keine Computer-Gaming-News, keine Technik-Highlights, kein Gameplay-Content hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seid ein aktiver Supporter und das ist natürlich das Allerwichtigste. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao!